Die Symbolik von Vater und Sohn. Wir sind in Gott. Ich gehe zum 28. Kapitel, Römisch 2, die Umkehrung von Wirkung und Ursache. Arabisch 1, Seite 595. Ohne Ursache kann es keine Wirkungen geben, doch gibt es ohne Wirkungen auch keine Ursache. Die Ursache wird durch ihre Wirkungen zur Ursache gemacht. Der Vater, und das ist jetzt hier alles groß geschrieben, der Vater ist ein Vater durch seinen Sohn. Wirkungen erschaffen ihre Ursache nicht, begründen aber ihre Ursächlichkeit. Somit verleiht der Sohn, großgeschrieben, seinem Schöpfer, alle folgenden Begriffe großgeschrieben, seinem Schöpfer die Vaterschaft und empfängt die Gabe, die er ihm gegeben hat. Gerade weil er Gottes Sohn ist, muss er auch ein Vater, jetzt kleingeschrieben, sein, der erschafft, wie Gott ihn schuf. Der Kreis der Schöpfung hat kein Ende. Sein Anfang und sein Ende sind dasselbe. Doch in sich selbst birgt er das Universum aller Schöpfung, ohne Anfang und ohne Ende. Wir sprechen hier von einer sehr hohen Ebene. Es ist die ursächlichste Ebene, auf der wir unser Sein sozusagen begründen können und verorten können, nämlich in Gott. Gott ist die Ursache unseres Seins. Wir sind in Gott, sein Geschöpf als Sohn. Jenseits aller Dualismen natürlich, jenseits aller Körperlichkeit, jenseits von männlich und weiblich, der eine Gottes Sohn in Gott. Und er hat die Qualität wie Gott des Erschaffens, aber nur in Gott, solange er geistig in Gott verwurzelt ist und sich seiner Sohnschaft in Gott bewusst ist, kann er die Liebe ausdehnen wie der Vater. Wichtig hier, Gott ist unsere Ursache. Wir sind seine Wirkung. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Wir sind Geschöpf. Wir sind Wirkung. Folge des Schöpfungsaktes, der in Gott liegt. Ich lese Arabisch 1 nochmal vor zur Vertiefung. Ohne Ursache kann es keine Wirkungen geben, doch gibt es ohne Wirkungen auch keine Ursache. Die Ursache wird durch ihre Wirkungen zur Ursache gemacht. Der Vater ist ein Vater durch seinen Sohn. Wirkungen erschaffen ihre Ursache nicht, begründen aber ihre Ursächlichkeit. Somit verleiht der Sohn seinem Schöpfer die Vaterschaft und empfängt die Gabe, die er ihm gegeben hat. Gerade weil er Gottes Sohn ist, muss er auch ein Vater sein, der erschafft, wie Gott ihn schuf. Der Kreis der Schöpfung hat kein Ende. Sein Anfang und sein Ende sind dasselbe. Doch in sich selbst birgt er das Universum aller Schöpfung ohne Anfang und ohne Ende. Hier wird von unserem geistigen Sein in Gott gesprochen, und dieses in Worte zu fassen ist äußerst schwierig und unzulänglich und wird in diesen Sätzen angedeutet. Es ist jenseits aller Dualität, jenseits aller Gespaltenheit. Es ist die Schöpfung, das Erschaffen, der Prozess des Erschaffens oder des Ausdehnens der Liebe, wie es hier in Arabisch 2 jetzt heißt. Vaterschaft ist Schöpfung. Die Liebe muss ausgedehnt werden. Reinheit ist nicht begrenzt. Es ist das Wesen der Unschuldigen, ewig uneingedämmt zu sein, ohne Schranke oder Begrenzung. Somit ist Reinheit nicht vom Körper,
noch kann sie dort gefunden werden, wo Begrenzung ist. Der Körper kann durch ihre Wirkungen geheilt werden, die grenzenlos sind wie sie selbst. Doch muss alle Heilung deswegen geschehen, weil begriffen wird, dass der Geist nicht im Körper und seine Unschuld ganz getrennt von diesem ist, nämlich dort, wo alle Heilung ist. Wo also ist die Heilung? Nur dort, wo ihrer Ursache, ihre Wirkungen gegeben werden. Denn Krankheit ist ein bedeutungsloser Versuch, der Ursachlosigkeit Wirkungen zu geben und sie zu einer Ursache zu machen. Hier haben wir die Anspielung natürlich auf den Gedanken der Trennung, der Abspaltung von der Quelle, dem Albtraum, dem wir hier unterliegen als träumender Gottessohn und wo es um Schuld geht, um Abspaltung und dann den Fall in die Körperlichkeit als Symbol für Trennung per se. Körper sind offensichtlich voneinander getrennt. Sie werden nie miteinander verschmelzen. Einheit ist im Geist, nie im Körper. Es ist also das Wesen des reinen Geistes, Gottes, die Liebe auszudehnen. Gott dehnt sich selbst aus. Wir dürfen das nur nicht räumlich verstehen. Es ist ein geistiger Vorgang, eigentlich für unsere Festplatte hier unverständlich und nicht vorstellbar, wie das gehen soll. Sehr schön kommt diese Thematik hier zum Ausdruck in dem Satz: Reinheit ist nicht begrenzt, es ist das Wesen der Unschuldigen, ewig uneingedämmt zu sein, ohne Schranke oder Begrenzung. Sehr schön. Hier wird von Unschuld gesprochen, also von dem Einssein in Gott. Keine Idee der Trennung, unmöglich in dieser Ebene, ja, des reinen Geistes. Und das würden wir als Unschuld bezeichnen. Die Schuld wiederum gebunden an den Gedanken der Trennung, der Abspaltung und des Raubes sozusagen der Schöpferkraft und des Missbrauchs, des Fehlerschaffens. Aber hier, es ist das Wesen der Unschuldigen, ewig uneingedämmt zu sein, ohne Schranke oder Begrenzung. Schwer vorstellbar für uns. Wieder so ein Satz, ja, der aufzeigt, keine Grenze, keine Form, kein Körper, keine Zeit. Das fällt alles weg, wo wir Dinge dran festmachen, wo wir unsere Koordinaten sozusagen aufziehen und sagen, ja, das muss ich genau abscannen, da muss ich genau wissen, wie sieht das aus. Es sprengt unsere Formen von Vorstellung. Ja, geht weit darüber hinaus. Ein wichtiger Gedanke hier nochmal in der Wiederholung zum Thema Heilung. Doch muss alle Heilung deswegen geschehen, weil begriffen wird, dass der Geist nicht im Körper und seine Unschuld ganz getrennt von diesem ist, nämlich dort, wo alle Heilung ist. Wo also ist die Heilung? Nur dort, wo ihrer Ursache, ihre Wirkungen gegeben werden. Denn Krankheit ist ein bedeutungsloser Versuch, der Ursachlosigkeit Wirkungen zu geben. Anspielung auf die Idee der Trennung. Die Trennung in diesem Sinne hat es ja nie gegeben. Sie ist nur Traum. Sie ist nicht real. Gott weiß nichts von Trennung. Sie ist also ursachlos. Es gibt sie gar nicht. Denn Krankheit ist ein bedeutungsloser Versuch, der Ursachlosigkeit Wirkungen zu geben und sie zu einer Ursache zu machen. In der Krankheit, Arabisch 3 jetzt, in der Krankheit versucht der Sohn Gottes stets, sich selbst zu seiner Ursache zu machen und sich nicht zu erlauben, seines Vaters Sohn zu sein. Aufgrund dieses unmöglichen Verlangens glaubt er nicht, dass er der Liebe Wirkung ist, großgeschrieben, Liebe und Wirkung, und Ursache sein muss aufgrund dessen, was er ist. Also wir halten uns nicht mehr, ja, für Geschöpfe der Liebe, unschuldig und frei in Gott. Das ist das Problem, die krankmachende Vorstellung, der wir
aufsitzen und die uns beherrscht regelrecht, ja, wie eine Hypnose, als seien wir schuldig und schlecht und mörderisch unterwegs und so weiter. Ja, dass wir nicht mehr in der Liebe sein und weilen können. Diese absolute Trennung von Gott, das ist eigentlich der Urwahn aller verrückten Vorstellungen. Noch einmal hier dieser schöne Satz: Aufgrund dieses unmöglichen Verlangens glaubt er, der Sohn Gottes, nicht, dass er der Liebe Wirkung ist und Ursache sein muss, aufgrund dessen, was er ist. Das ist der Satz im Kurs immer wieder, der auch wiederholt wird: Ich bin, wie Gott mich schuf. Punkt. Kann ich anders sein? Nein. Es ist unmöglich. Dann unter Arabisch 3, Satz 3. Die Ursache der Heilung ist die einzige Ursache, einmal Ursache kleingeschrieben, die Ursache der Heilung ist die einzige Ursache, jetzt in Großbuchstaben, von allem. Sie hat nur eine Wirkung, großgeschrieben. Ja, sie, nicht? Die Ursache der Heilung ist die einzige Ursache von allem. Sie, großgeschrieben, hat nur eine Wirkung. Und in dieser Einsicht werden der Ursachlosigkeit keine Wirkungen gegeben. Und keine wird gesehen. Es gibt keine Trennung, meint das. Es ist nichts passiert. Sechster Satz, ein Geist in einem Körper und in einer Welt anderer Körper, jeder mit einem getrennten Geist, sind deine, in Anführungsstrichen, Schöpfungen. Also jetzt hier kleingeschrieben und in Anführungsstriche gesetzt, also Fehlerschaffungen sozusagen. Ja, sind deine Schöpfungen. Du bist der, in Anführungsstrichen, andere Geist, der mit Wirkungen, die nicht so sind wie du, erschafft. Und als ihr Vater, in Anführungsstrichen, musst du sein wie sie. Also wir sind Gefangene unseres Wahns des Fehlerschaffens. Ja? Und ein Erschaffen, das immer neue Gespaltenheit hervorbringt, neue Abspaltungen, neue Trennungen. Es wird immer nur ein Lied hier gesungen, ja, ein Satz wiederholt: Ich bin getrennt von Gott. Alle sind voneinander getrennt. Jeder ist allein. Ja, keiner ist mit der Quelle verbunden. Wir sind auf uns allein. Wir sind auf uns gestellt. Und das ist die Geschichte der Welt. Genauso sieht das aus. Das ist dann das Mangelprinzip und der Krieg. Ja, und dann der krönende Abschluss hier in Arabisch 4, also Absatz 4, Arabisch 4. Überhaupt nichts ist geschehen, außer dass du dich in Schlaf versetzt und einen Traum geträumt hast, in dem du dir selbst ein Fremder warst und nur ein Teil des Traumes eines anderen. Das Wunder weckt dich nicht, sondern es zeigt dir einfach, wer der Träumer ist. Es lehrt dich, dass es eine Wahl der Träume gibt, solange du noch schläfst, die davon abhängt, was der Zweck deines Träumens ist. Sehr schön gesagt hier. Noch einmal, es ist nichts passiert. Wir haben uns durch die Idee der Trennung haben wir uns in eine Hypnose, in einen Schlaf versetzt und haben uns für einen Traum entschieden. Aber wir halten diesen Traum für wirklich. Das ist unser Hauptproblem. Wir halten das hier alles für wirklich und deswegen haben wir Angst. Im Kino muss ich keine Ängste entwickeln. Ich weiß, das ist eigentlich nur ein Film. Ich sitze hier im Kinosessel und sehe Bilder auf der Leinwand, die nicht wirklich sind. Aber wenn ich da gut hineingleite in diese Hypnose, dieses hypnotische Phänomen, ja, der Kinematografie, dann plötzlich vergesse ich, dass es nur ein Film ist. Und dann habe ich Gefühle. Dann steige ich in die Handlung ein. Dann kann sogar Angst aufkommen. Ja, Befürchtungen, Stress, natürlich. Überhaupt nichts ist geschehen, außer dass du dich in Schlaf versetzt und einen Traum geträumt hast, in dem du dir selbst ein Fremder warst, nicht? Wir erschaffen von uns Figuren, projizieren wir auf die Leinwand, eigentlich die ganze Menschheit. Wir als der eine Gottessohn träumen uns hinein in 8 Milliarden Splitter.
ja, sozusagen in 8 Milliarden Körper und erleben dann das Weltgeschehen. Indem du dir selbst ein Fremder warst und nur ein Teil des Traums eines anderen. Ja, also wir erleben uns selber auch wieder wie ein Spielball innerhalb des Traums. Wenn ich mich für die Figur auf der Leinwand in der Geschichte halte, ja, vergesse ich, dass ich eigentlich selber der Projizierende bin, der diese Bilder hervorbringt. Und dann erlebe ich mich wie ein Opfer, auch als Teil eines Traums eines anderen. Dann haben wir das Thema von Täter und Opferschaft. Das Wunder weckt dich nicht, sondern es zeigt dir einfach, wer der Träumer ist. Na gut, man könnte sagen, das ist der Kern des Erwachens oder des Aufweckens. Ich erkenne, dass ich Träumer bin, dass ich gewählt habe zu träumen. Ja, in diesem Sinne ganz klar. Es lehrt dich, dass es eine Wahl der Träume gibt, solange du noch schläfst, die davon abhängt, was der Zweck deines Träumens ist. Hast du den Wunsch nach Träumen der Heilung oder nach Todesträumen? Nicht? Jetzt können wir innerhalb des Traums, des Klassenzimmers, ja, sagt uns Jesus jetzt, ist es sinnvoll, Träume der Heilung, Träume der Vergebung zu wählen. Du möchtest Lösungen dann wählen, die für alle gut sind. Und nicht, dass du Lösungen hast auf Kosten von anderen. Nach dem Motto, Hauptsache mir geht's gut. Ja, sondern es geht immer um das Ganze. Es geht um alle Beteiligten. Hast du den Wunsch nach Träumen der Heilung oder nach Todesträumen? Also wollen wir auch Rache. Rache ist ein großer Motor für das Traumgeschehen, dass wir uns in immer wieder neue Träume hineinstürzen, auch in sogenannte, sagen wir mal, Reinkarnationsträume, dass wir immer wieder neue Leben wählen und einander verfolgen und zur Strecke bringen und Rache exekutieren, bis hin, ja, zur Tötung anderer Menschen und natürlich auch selber getötet zu werden und zum Opfer zu werden. Also Täter und Opferschaft sind der Motor für das Weltengeschehen, für all diese Träume und auch für die Reinkarnation. Ein Traum ist insofern wie eine Erinnerung, als er bildlich darstellt, was du gezeigt bekommen wolltest. Ganz genau. Ja, also wir wollen das auch sehen, was wir da sehen, selbst wenn es unangenehm ist, weil wir uns schuldig fühlen. Schaffen wir Situationen, wo wir zum Opfer werden. Ja, wer sich schuldig fühlt, ja, den zieht es in die Opferseite hinein, das falsche Opfer selbst. Und wie wir ja auch im Täter selbst verankert sind. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Und Täter und Opferschaft bedingen einander und sind in einem stetigen Wechselspiel miteinander in Verbindung. Ja, wählen wir Träume der Heilung, ja, Träume der Vergebung. Darum geht es. Wir scheinen hier noch zu sein, also leben wir hier, machen unsere Sachen, aber im Zeichen von, nicht? Ich möchte Träume der Vergebung erleben. Ich will das, was mir hier widerfährt, niemandem anrechnen, ja, und mit Vorwürfen da sozusagen agieren. Und den anderen fertig machen. Ich will keine Rache. Das heißt auf der Formebene jetzt nicht, dass man nicht Dinge ansprechen darf, nicht korrigieren darf. Das ist nicht der Punkt. Es geht um die Haltung, mit der ich das tue. Ja, ob daran mein innerer Frieden hängt, sozusagen, dass ich da jetzt erfolgreich bin und mein Recht erstreite. Nein, das ist, ja, sollte nicht der Fall sein. Es darf vor Gericht etwas ablaufen, aber mit der richtigen Haltung. Auch dort, es sind zwei verschiedene Ebenen, Inhalt und Form. Und auf der Formebene sieht das ganz normal aus wie ein Gerichtsverfahren, aber auf der inneren Ebene, ja, können wir ganz anders empfinden und agieren und die Vergebung trotzdem wählen. Das ist möglich, absolut, ja.